Wir schreiben den 22. Januar 2021. Es ist genau 16.59 Uhr. Ich befinde mich hier gerade in Treuchtlingen und werde heute mal wieder nach Hannover fahren. Ich bin jetzt mit dem hier links zu sehenden Twindex gerade angekommen und muss jetzt noch ungefähr 25 Minuten auf mein Intercity warten. Und die Zeit verbringe ich jetzt halt ein bisschen mit Reden. Mit dem IC 1924 geht es als nächstes dann nach Würzburg mit Zwischenhalt in Nürnberg. Und von Würzburg geht es dann weiter nach Kassel und von Kassel dann nach Hannover mit Umstiegen in Würzburg und in Kassel. Ich bin mal gespannt, ob die Fahrt so klappt wie geplant. Und jetzt kommt ein Güterzug. Wer sich fragt, warum ich nicht schon in Rot die Anfangsszene hier gedreht habe, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte fest im Kopf, dass ich um 16.34 Uhr mit dem RE nach Nürnberg fahre. Und dann, als ich dann schon im Auto saß auf dem Weg zum Bahnhof, ist mir eingefallen, dass ich ja schon um 16.25 Uhr nach Treuchtlingen fahren möchte. Und zu dem Zeitpunkt war es 16.23 Uhr und ich war noch 300 bis 400 Meter vom Bahnhof entfernt. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, die gefahren ist, ja, hör zu, ich habe einen Planungsfehler gemacht, mein Zug fährt schon in 2 Minuten. Und dann ist sie ein bisschen schneller gefahren und dann habe ich es gerade noch so geschafft, in meinen Twindex zu springen. Deshalb habe ich in Rot auch nicht mehr geschafft, noch eine kleine Szene zu filmen. Dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. Und ja, jetzt hoffe ich, dass die Fahrt ganz entspannt verläuft. Wir haben soeben den Bahnhof Rethen durchfahren. Das heißt für mich jetzt erstmal Abschied nehmen. Für die Zuschauer vergehen nur wenige Sekunden, bis es an die Rückfahrt geht. Ich bleibe jetzt erstmal knapp 2 Tage hier. In ungefähr 6 bis 7 Minuten bin ich dann in Hannover. Da ist dann Schluss für heute. Im Ganzen war es eigentlich eine echt entspannte Fahrt. Bloß im IC von Treuchtlingen nach Würzburg war die erste Klasse gesperrt wegen kaputter Heizung. Da habe ich dann einen Getränkegutschein bekommen, den ich dann hier eingelöst habe für diese Flasche Cola gerade. Und deshalb war ich dann auch im Steuerwagen vom IC immerhin am Übersetzfenster, das ich dann auch aufgemacht habe, rausgeschaut habe und rausgefilmt habe. Habt ihr ja bestimmt gesehen. Ich hoffe, es hat gepasst, so von der Menge, wie viel ich geredet habe, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn ich zu viel rede,
dass es dann irgendwann langweilig wird. Deshalb habe ich jetzt nur Träusling geredet und jetzt hier. Wie gesagt, für euch in wenigen Sekunden geht es dann weiter. Für mich jetzt erstmal 2 Tage nicht. Ich muss dann mal schauen, wie ich es dann im Schnitt umsetze insgesamt. Wie viel ich reinnehme und wie ich dann auch die Fahrt darstelle. Genau, wir haben jetzt gerade den Bahnhof Hannover-Messe-Laatzen durchfahren. Das heißt, jetzt dauert es noch ungefähr 5 Minuten. Dann sind wir am Hauptbahnhof. Da kommt auch schon die Durchsage. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Dann geht's für euch gleich weiter. Seit der letzten Szene sind knapp 2 Tage vergangen. Ich befinde mich jetzt hier wieder am Hannoveraner Hauptbahnhof mit bester Sicht auf diesen Turm da, auf den VW-Turm. Ich bin hier auf Gleis 12. Von hier aus geht es jetzt dann mit dem ICE 546 nach Essen und von Essen dann mit dem ICE 821 nach Nürnberg. So ist zumindest der Plan, weil bei Löhne, glaube ich, ist ein Personenunfall passiert und jetzt bin ich nicht sicher, ob da die Sperre schon aufgehoben wurde oder ob wir dann Umleitung fahren über Altenbeken. Wenn das passieren sollte, sitze ich dann in Essen und muss gucken, wie ich nach Hause komme. Aber ich trete die Reise auf jeden Fall an, mit viel Vorfreude. Und jetzt warte ich hier noch knapp 20 Minuten auf meinen Zug. Und dann geht's los. Mal gucken, wann ich mich wieder mit meiner tollen Stimme melde. Aber ich habe eigentlich vor, wie auf der Hinfahrt eher weniger zu reden. Und dann, wenn alles glatt gehen sollte, werde ich mich erst wieder in Nürnberg melden bzw. dann in Nürnberg Bericht erstatten, wie die Reise verlaufen ist und zwischendrin dann einfach einen schönen Zusammenschnitt bringen, der ein bisschen unterhaltsamer ist als so viel Gerede. Habe ich meinen Anschlusszug ganz knapp verpasst. Wenn alles glatt gehen sollte. Ich habe ihn ja noch gesehen, hat man im Video auch gesehen. Ich habe jetzt das Abteil hier gekrallt. Eigentlich fährt der ICE 615 hier mit 412er. Aber heute ist Ersatzfahrt mit 43, sogar ohne Redesign. Damit fahre ich jetzt erstmal bis zum Frankfurter Flughafen. Man merkt, ich bin ein bisschen außer Atem, bin hier hintergerannt, damit ich als erster da war und mir das Abteil hier krallen konnte. Und da sieht man jetzt noch einen LDV-41er. Auch ganz interessant, das ist der ICE 737 nach Köln. Und ich fahre jetzt erstmal zum Frankfurter Flughafen, hoffe, dass die Fahrt gut verläuft, ohne Verspätung und so weiter, damit ich heute noch nach Hause komme. Weil der 821 ist der letzte 43er, der direkt bis Nürnberg durchfährt. Über den weiteren Fahrtverlauf werde ich dann noch berichten. Jetzt geht's hier erstmal los.
jetzt angekommen in Würzburg mit diesem Twindex. Und ich wollte jetzt eigentlich direkt weiterfahren mit dem ICE 1617, der ja wegen Vollsperrung zwischen Bamberg und Nürnberg hier über Würzburg kommt mit Zusatzhalt. Hätte gut geklappt soweit. Jetzt schauen wir uns das hier mal an. Rechts neben der planmäßigen Abfahrtszeit 23:39 steht die Ist-Abfahrtzeit 0:04 Uhr. Und die Ankunft in Nürnberg soll dann um 1:02 Uhr sein nach aktuellem Plan. Und der letzte Zug nach Rot fährt um 0:59 Uhr. Ein anderer Zug nach Nürnberg fährt nicht erstmal. Der nächste ist dann um 0:45 Uhr, der ICE 1607. Bloß ob ich es heute noch nach Rot schaffe, beziehungsweise halt bevor ich einmal schlafen muss. Das ist eine gute Frage. Ich habe in Nürnberg theoretisch die Option zu übernachten, aber ich würde eigentlich gerne noch heimkommen. Deshalb wird es jetzt eine sehr gute Frage, ob das hier jetzt noch was wird. Ich bleibe jetzt hier auf jeden Fall am Gleis, nicht dass er dann doch irgendwie früher kommt als angekündigt und ich dann auf den 10:21 im schlimmsten Fall warten muss. Das möchte ich nicht. Mal gucken, wie der Abend noch läuft. Mit plus 36 ist er dann letztendlich gekommen. Wir sollen 1:10 Uhr ungefähr in Nürnberg sein, das ist ein bisschen zu spät. Aber gut, jetzt genieße ich einfach noch die Fahrt nach Nürnberg und da werde ich dann bei einem Freund schlafen. Und dann erst morgen früh weiter nach Rot fahren. Ich hoffe, hier passiert nicht noch irgendwas, dass ich jetzt einfach wie geplant in Anführungszeichen um 1:10 Uhr in Nürnberg dann bin. Und ich hoffe, dass die Polizei dann keinen Ärger macht, weil eigentlich darf man ja gar nicht mehr draußen sein um die Zeit in Bayern. Ja, mal gucken, wie das hier wird. Moments later. Da ich in Rot nur 3 Minuten Zeit habe, den Bus zu erwischen, gibt es die Abschlussrede jetzt aus Nürnberg. Wir haben jetzt ca. 11 Uhr. Ich habe die erste Videokonferenz des Tages in der Wohnung von meinem Freund abgehalten. Nice. Und jetzt fahre ich nach Hause mit der S-Bahn. Dann war es das erstmal für 3 Wochen mit Fernverkehr fahren und auch sonstigen größeren Touren, da ich ja nichts anderes machen kann, außer nach Hannover zu fahren wegen Lockdown. Und es schneit jetzt noch ein bisschen und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Vlog.